Die Motorsportschweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motorricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Herzlich willkommen bei der Motorsport Schweiz Live Lounge direkt aus der Swissmoto 2015. Mein Name ist Henrik Petto, ich bin Chefredakteur von Motorsport Schweiz. Und mein Gast jetzt ist einer der berühmtesten oder erfolgreichsten europäischen, sprich deutschen Custom-Bike-Bauer in Amerika gewesen. Er hat nämlich sage und schreibe 9-mal in Sturgis und Daytona Custom-Bike-Shows gewonnen. Und er ist jetzt hier an der Swissmoto mit einem eigenen Stand vertreten. Und damit er mich versteht, werde ich jetzt in Hochdeutsch sprechen, damit du mich auch verstehst. Ist das gut? Ich verstehe dich gut. Okay. Herzlich willkommen, Fred. Schön, bist du hier. Danke, dass ich hier sein darf. Wir haben schon ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen. Custom Bike oder Custom Szene, die Custom Trends, die wandeln sich. Wenn du es in den letzten paar Jahren schaust, du hast gesagt, es war vor einigen Jahren sehr angesagt, eben in Amerika, man hat da große Shows gehabt, man hat da gute Competition gehabt. Und dann hast du gemeint, das wäre ein bisschen zurückgegangen. Ja gut, in den 90er Jahren war das noch ganz großes Kino in Amerika. Da waren die ganzen Größen da. Da kam ich als Deutscher rüber und wurde ein bisschen belächelt. Ich meine, ich musste antreten gegen die absoluten Chefs und da standen mehr über 1000 Motorräder auf der Bike Show und ich als kleiner Deutscher, Fremder, habe da mitgemischt. Und Mitte 90 ging das los, haben wir da gewonnen. Ende 90 war ich voll akzeptiert und ging halt immer weiter. Leider ist es heute nicht mehr so. Die Shows sind kleiner geworden und das Interesse ist halt nicht mehr so an den Mörder abgefahrenen Motorrädern. Aber in den letzten 2 Jahren hat sich so gewandelt, dass es jetzt langsam wieder bergauf geht, weil das hatte mit der Krise in Amerika zu tun. Aber momentan sieht alles wieder super aus. Hey, ich wollte gerade sagen, also hier an der Swissmoto, da hat man das Gefühl, das ist im Aufstieg ohne Ende. Wir haben jedes Jahr fantastische Custom Bikes. Wir haben auch junge Bikebauer. Wissen die Szene, die Liebhaber, gibt es da viele, viele junge, oder sind das eher ältere oder ist es gemischt? Also total gemischt. Ich meine, da geht es ja um Motorräder, die kosten jenseits von 50.000 Franken oder Euro aufwärts. Das kann sich natürlich ein 18-Jähriger noch nicht so leisten. Aber mittlerweile hat sich da so eine Szene entwickelt von den Jungs, die bauen da coole Bobber mit wenigen Mitteln, bauen die in der Garage auf und die sind super anzusehen und es ist toll. Für unser eins, wir müssen damit Geld verdienen, wir haben Leute beschäftigt. Wir können uns nicht monatelang an so einem kleinen, was weiß ich, mit Kupferrohren gebauten Öltank aufhalten. Wir machen das professionell. Wie gesagt, für uns ist das ein Industriezweig, wir leben davon. Aber wir sehen die Motorräder gerne und wir freuen uns, wenn es da Nachwuchs gibt. Wie hat das Ganze bei dir angefangen und wann? Gut, das war damals die Rockerzeit in Ende 70, Anfang 80er Jahre. Wir waren auf Motorrad angewiesen, also für uns war ein Auto zu teuer. Deswegen haben wir Motorräder gefahren und ich meine, das darf man heute auch nicht mehr so sagen. Ich bin Motorrad gefahren 3 Jahre lang, ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Okay, gut, das ist wahrscheinlich auch verjährt, wenn du sagst, Ende 70er. Wahrscheinlich ist das kein Problem, sage ich mal. Du bist hier an der Swissmoto und hast ja ein ganz besonderes Bike. Also, du hast mehrere dabei, aber eins ist ja ganz besonders. Das fällt einem richtig ins Auge, das ist das Martini-Bike. Ja, wir haben vor 5 Jahren angefangen, die Tourenmotorräder umzubauen. Und haben damit, also wir haben da angefangen, große Räder einzubauen und tiefer zu legen, lange Koffer dran zu bauen. Wir haben momentan so einen riesen Erfolg damit, dass wir gar nicht mehr wissen, wie viel wir überhaupt davon produzieren. Also wir hauen da, wenn es gut läuft, jede Woche 2 Motorräder raus. Und jetzt haben wir dann das neueste aktuelle Streetglide-Modell von Harley-Davidson genommen, haben dann 30 Zoll Vorderrad eingebaut, schön lackiert, tief sitzen und so weiter. Und mein Sohn hat sie lackiert. Und ja,
Wir haben ja ein Foto vom Martini-Bike dabei, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie das aussieht. Nein, das ist nicht das. Was ist das? Was sehen wir hier? Nochmal zurück. Was sehen wir hier? Ah, das war 2005. Das war ein Chopper von mir. Das war meine eigene. Die habe ich durch halb Amerika gefahren. Die hast du einfach so ein bisschen aus Spaß, bist du mit der rumgefahren? Ja, klar. Super. Aber vom, was haben wir hier noch, bildmäßig? Schauen wir mal. Ich weiß, wir haben da noch das, habe ich vorher gesehen, das Martini-Bike. Müssten wir auch da haben. Gut, die Regie findet es gerade nicht. Das sieht nicht so aus. Vorführeffekt. Eben, du hast ja, wenn du an so eine Ausstellung gehst wie hier, hast du natürlich deine Mitbewerber, Kollegen. Also wie ist das eigentlich? Hat man da ein gutes Verhältnis untereinander? Oder weil der Markt so klein ist, ist man halt immer ein bisschen in Konkurrenz und muss man aufpassen, dass nicht, wenn man etwas erfindet, dass der andere sich gleich kopiert? Ja gut, das ist jetzt eine komische Frage so von wegen Kopieren. Klar werden unsere Sachen kopiert, aber Verhältnis auch zu den jungen Leuten, das ist super. Die haben natürlich, viele haben Hemmungen überhaupt, mich anzusprechen, aber wie gesagt, wenn man dann ins Gespräch kommt und so weiter, merkt man, das ist eigentlich locker. Und es geht hier ums Motorradfahren. Na gut, das ist Familie. Das ist ja das Schöne an dieser Branche und an der Familie. Das stimmt. Genau. Ihr habt diese großen Dickschiffe, die ihr jetzt umbaut. Also wart ihr so quasi fast die ersten, habt dann Trend gesetzt. Habt das gesagt, am Anfang wurde ihr ein bisschen belächelt. Ja, absolut. So, mittlerweile ist das ein Riesending geworden und ein Riesenhype und wir machen fast nur noch diese Teile und haben, wie gesagt, Riesenerfolg damit und es macht Spaß, damit zu fahren. Das Ding, warum wir das gemacht haben, die Harley-Leute, die sind halt immer älter geworden und ich meine, wie gesagt, Anfang schon erwähnt, 18-Jähriger kann sich das nicht leisten und die Motorradfahrer, die wollen bequem wo ankommen. Die haben Rückenschmerzen, wenn sie auf so einem Stahlrahmen-Chopper rumfahren müssen. Und ja, wir haben den Leuten geholfen halt. Aber mittlerweile ist es cool und wir haben sogar jüngere Leute, jüngere Leute, sprich 30-Jährige, die so ein Teil fahren. Ja. Das macht einen Riesenspaß. Wie ist grundsätzlich das Schweizer Publikum auf deine Werke, wie spricht das an, auf deine Werke? Ja, sicher. Und wie gesagt, das ist ja auch der Grund, warum ich hier bin. Wir haben auch etliche für die Schweiz gebaut. Das Problem ist bei uns, die Schweiz halt Zoll und die Bestimmungen sind halt wieder anders. Wir lassen Motorrad bei uns in Deutschland prüfen. Das gilt in der Schweiz überhaupt nicht. Das müssen wir extra für die Schweiz die Motorräder nochmal prüfen lassen. Und das ist ein Riesenaufwand. Wir haben den betrieben und seit 2 Jahren verkaufen wir die Maschinen auch hier in die Schweiz. Okay, also, man findet dich an der Swissmoto hier wo, nochmal genau? Man findet dich hier nochmal wo? Wir sind in der Halle 5 oben, kann uns eigentlich nicht verfehlen. Genau, also wenn wir noch das Martini-Bike einblenden könnten, dann wüsste man auch, wonach man Ausschau halten muss. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt heute mal nicht. Gut, dann würde ich sagen, geht rauf in die Halle und guckt euch das live an. Und ja, lasst euch flashen. Okay. Danke vielmals für deinen Besuch. Danke dir. Und viel Erfolg. Okay, das wär's hier von der Motorsport Schweiz Live Lounge. Wir sehen uns demnächst bei der nächsten Session. Tschüss zusammen. Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motoricardo.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Paraplegiker Stiftung.